Lange Zeit war es eines der am meisten gehütetsten Geheimnisse der Welt. Nur wenigen Insidern wie Gedächtniskünstlern, Lernforschern oder Neurologen waren die speziellen Techniken bekannt, die schon über 4000 Jahre alt sind und deren Wurzeln weit in die Antike zurückreichen. Schon die alten Griechen mühten sich ab, wenn sie sich Informationen merken mussten. Denn Bücher oder Schriftstücke gab es noch gar nicht. Also mussten die antiken Menschen alles im Kopf abspeichern. Dies veranlasste sie, sich Techniken auszudenken, mit denen es einfacher ging, sich etwas zu merken und man sich auch viel länger an dieses Wissen erinnern konnte. Diese Merktechniken wurden von vielen griechischen Philosophen angewandt und auch immer weiterentwickelt. Guten Tag, ich bin André Huber, der Brain Man. Ich bin Gedächtnisvirtuose, Trainer, Redner und Autor. Wenn du von diesen Tricks der alten Griechen mehr erfahren möchtest, habe ich für dich ein cooles und kostenloses Angebot. Aber dazu später mehr. Zur Zeit der Römer war es auch im alten Rom üblich, mit sogenannten Mnemotechniken zu arbeiten. Man erzählt sich, dass Kaiser Cicero eine seiner berühmten Reden im Forum Romanum mit Hilfe einer Merktechnik namens Loci-Technik frei aus dem Kopf hielt. Die Loci-Technik ist eine der von den Gedächtniskünstlern oft verwendeten Techniken, sich Informationen mit einer vorhandenen Struktur wie ein Raum, ein Weg oder ein Gebäude zu merken und wieder abzurufen. Dieses fantastische Wissen verschwand dann aber in der Zeit des Mittelalters und nur wenigen Menschen waren diese hilfreichen Techniken, sich einfach Dinge zu merken, überhaupt noch bekannt. Du kannst heute einer der Menschen sein, welcher diese Techniken im Alltag anwenden kann und ab heute auf Notizzettel und elektronische Hilfsmittel verzichten kann. Denn viele Jahre später fanden Neurologen und Lernforscher unabhängig voneinander heraus, was es braucht, um mit seinem Gedächtnis Höchstleistungen zu vollbringen. Die Wissenschaftler waren sehr erstaunt, als sie feststellten, wie einfach und für jeden anwendbar diese Merktechniken eigentlich sind. Und nun komme ich zu meinem Geschenk für dich. Wenn du magst, kannst du an meiner kostenlosen Brain Week Challenge teilnehmen. Du erhältst eine Woche lang täglich ein kurzes Lernvideo. Darin zeige ich dir, was du tun musst, um mit deinem Gedächtnis virtuos umzugehen. Ich erkläre dir die Tricks und Tipps der Gedächtnisweltmeister und das alles kostenlos. Melde dich also gleich an und mache die nächste Woche zur erfolgreichsten Woche für dein Gedächtnis. Ich bin sicher, du wirst nie mehr etwas aufschreiben wollen, sondern kannst dir einfach alles merken. Melde dich gleich an, damit du von Anfang an dabei bist und nichts verpasst.